Hallo und herzlich willkommen alle da draußen hier in Deutschland, in Bayern, in Bamberg bei Sprachinstitut Treffpunkt Online. Mein Name ist Alexandra und ich freue mich, dass ihr heute zur zweiten Serie von Denkmal mit dabei sein wollt. Heute wieder im Studio der Künstler Ralf Metzenmacher und unser Interviewer Joachim von Sprachinstitut Treffpunkt Online. Die beiden werden heute erst einmal sich selbst kurz vorstellen, dann noch einmal über die Denkmalserie und den Hintergrund berichten, dann auf die Kunst selbst eingehen und auf die Person, die in der Kunst dargestellt ist. Wir freuen uns, wenn ihr am Ende etwas oder auch schon während des Interviews natürlich etwas in den Chat schreibt und am Ende des Interviews noch da bleibt, damit wir auch live diskutieren können. Also jetzt freut euch auf ein Interview mit Ralf Metzenmacher und Joachim Graf. Viel Spaß! Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich heute das zweite Gespräch mit Ralf führen kann. Das letzte Mal hatten wir ja den Ludwig van Beethoven als Künstler im Visier. Heute haben wir dagegen einen Maler und Aktionskünstler, Josef Beuys. Und ja, meine erste Frage an Ralf ist, was macht eigentlich der Josef Beuys auf dich aufmerksam oder umgekehrt? Warum wurdest du so stark auf Josef Beuys aufmerksam? Josef Beuys hat etwas ganz Wichtiges angestoßen. Er hat die Demokratisierung der Kunst, er hat das Elitäre weggenommen aus der Kunst und hat die Demokratisierung angestoßen damals. Und man muss sich auch immer die Zeit vorstellen, in der das passiert ist. Das heißt also so 20, 25 Jahre nach dem Krieg, dann gab es auch eine innere Befreiung, die später auch in der Studentenrevolte in den 68ern Form gewonnen hat. Und die Kunst folgt natürlich auch der gesellschaftlichen Entwicklung, beziehungsweise ist sogar oft dann vorne die Avantgarde, die sowas vorantreibt. Ja, in dem Sinne war ja der Beuys revolutionär, skandalös zu den 68er Jahren. Und warum hast du ihn jetzt gerade für deine Serie ausgewählt? Was war da der Grund? Beuys war auch ein Brückenbauer. Er hat zum Beispiel dafür gekämpft, dass man als Kunststudent keine Aufnahmeprüfung mehr absolvieren muss, dass quasi jeder die Befähigung dazu hat, ein Künstler zu sein, und hat die Türen geöffnet. Und deswegen ist er auch damals an der Akademie in Düsseldorf rausgeflogen. Und es war sozusagen immer skandalträchtig, weil er aber das Richtige getan hat. Und Josef Beuys ist ja auch der Mitbegründer der Grünbewegung in Deutschland. Das heißt also, den ökologischen Gedanken hatte er schon sehr, sehr früh auch. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es solche Menschen gibt. Das ist sehr interessant. Zu diesem ökologischen Gedanken kommen wir nachher nochmal. Wenn wir uns nun das Bild anschauen, wie du den Josef Beuys porträtiert hast, da fallen mir auf die orangenen Fingernägel. Aus dem Grunde, weil ich die bei dem letzten Bild von dem Ludwig van Beethoven hatten wir die auch schon. Ist das nun Zufall, dass er auch die orangenen Fingernägel hat, oder ist das ganz bewusst? Ich habe bewusst das Männliche und das Weibliche miteinander gemischt, dann auch. Und er hat ja auch sowas wie Lidschatten dann dort. Und sozusagen dieses Öffnen der Türen für alle bedeutet natürlich auch für Frauen. Das heißt also so die Emanzipationsbewegung, die Gleichberechtigung, der Feminismus findet natürlich dann auch in seinem Werk an manchen Stellen, aber vor allen Dingen in seinem Wirken dann den Ausdruck auch. Und er war da auch ein großer Wegbereiter dann dazu. Ja, wer Josef Beuys war und was er gemacht hat, da hast du ja schon kurz was zu gesagt. Ich Er habe hatte, auch ja. zwei Sachen mitgebracht, damit man das Werk Josef Beuys vielleicht vor Augen hat. Und zwar ist er berühmt geworden mit seinen Filzobjekten. Dann, und Filz ist eine
handwerklich hergestelltes Material, was nicht gewoben ist, sondern zusammengestampft wird, so könnte man sagen. Und damit ist er also bekannt geworden mit seiner Fettecke. Er hat also Naturmaterialien bewusst eingesetzt. Und hier ist ein ganz bekanntes Werk, auch das Rudel. Und ich habe noch ein drittes sogar noch, sozusagen, wo Elektrizität und ökologische Gedanken zusammentreffen. Hier aus einem Werk aus Neapel, dann, wo er die Zitrone dargestellt hat. Und die Kunst ist ja sehr konzeptionell. Das heißt also, sie ist nicht so emotional, sondern sehr konzeptionell. Das zeichnet das wohl auch aus von der ganzen Bewegung der 68er Jahre. Was bedeutet das in die heutige Zeit übertragen? Warum hat Beuys heute noch eine Botschaft für uns? Als Brückenbauer tatsächlich zwischen den Generationen auch. Also er hat die Brücken eingerissen zu den alten Nationalsozialisten, hat die Türen aufgemacht in eine Zukunft. Und ich glaube, dass wir heute solche Brückenbauer wiederholt brauchen. Das heißt, in Zeiten des Nationalismus und des Populismus braucht es wieder Menschen, die Brücken bauen. Dann nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch von einer Gesellschaft in andere Gesellschaften rüber. Josef Beuys hat sich ja selbst als Meister bezeichnet. Er war auch in einer Meisterklasse, das wurde extra so benannt. Wenn man jetzt seine Kunst anschaut, auch die du schon gezeigt hast, auch mit dem Rudel, da ist ja diese Meisterhaftigkeit nicht sofort offensichtlich für jeden. Was würdest du sagen, was macht denn für dich so meisterhaft? Banal und genial gehört zusammen. Und das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem sich das bewegt. Und was vielleicht auf den ersten Blick banal aussieht und wirkt, ist aber in Wirklichkeit genial. Das heißt also, so diese Grenze zu überschreiten auf die geniale Seite, das ist ihm meisterhaft gelungen. Und das haben die Menschen auch, und die jungen Leute und die Studenten, mit denen er gearbeitet hat, auch verstanden und auch gewusst. Ja, wenn du mir das so sagst, das öffnet mir dann auch einen ganz neuen Blick auf die Kunst von Beuys. Und eigentlich muss ich die Bilder dann nochmal anschauen, die er so, oder die Installation, die er so produziert hat. Kommen wir mal zu dem Europäer Beuys. Also der Beuys selbst war ja, wenn man seine Biografie liest, nie freiwillig weg aus Deutschland. Er hat sich immer in Krefeld und Düsseldorf bewegt. Nur im Zweiten Weltkrieg war er eingesetzt bei der Luftwaffe, also ganz außergewöhnlich, und war in Kroatien, in der Ukraine und in Italien. Dabei nutzte er ja eine Geschichte dann später, die ihn so in diese Mystifikation hineinbrachte. Was sagt denn dir diese Geschichte? Ich habe aus meiner eigenen Familie heraus, mein Großvater ist erst 1948 aus Kriegsgefangenschaft aus Russland zurückgekehrt, und er erzählte mir von dem Hunger, den sie erlitten haben, und vor allen Dingen von den... Sie haben immer gefroren, es war immer eiskalt, sie hatten also nichts zum Anziehen, nichts Wärmendes oder ganz selten. Und dieses Filzmaterial und das Fett sozusagen spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, wer solche Erlebnisse hinter sich hat, verbindet damit eine wohlige Wärme und genügend Nahrung. Und das, glaube ich, hat die Generation auch verstanden. Das, was er damals gemacht hat, hatte quasi seine Wurzeln in der Vergangenheit. Und er hat das in die moderne Kunst übersetzt. Also du sprichst jetzt an dieses Kunstwerk, die Fettecke, die ja eigentlich fast das berühmteste ist von ihm, vor allen Dingen, weil es mal weggeräumt wurde, unabsichtlich. Und das war also damals in jeder Presse. Ja, wenn man die Zeichnungen anschaut von Josef Beuys, und dann werden die so interpretiert, dass er immer zu den Lebensprozessen des Menschen nachspüren wollte und nachspüren will. So auch jetzt, wenn ich mir um dein Porträt anschaue, Lebensprozesse, das Porträt, was Ralf gemalt hat von Josef Beuys, so
sehen wir, dass die Farbe Grün ja äußerst dominant ist und nimmt vielleicht drei Viertel des ganzen Bildes ein. Die Farbe Grün, die steht ja für Leben, Natur und Jugend natürlich, auch Unreife. Und es gibt natürlich auch einen negativen Aspekt der Farbe Grün, nämlich etwas Giftiges und das Dämonische oder Schleimige, wie man auch sagt im Deutschen. Mhm. Haben denn diese Bedeutungen der Farbe Grün eine Wirkung gehabt auf dich, dass du jetzt das für das Porträt auch gewählt hast? Ja, und ich habe ja extra ein leuchtendes Orange dem Grün auch entgegengesetzt. Das heißt also, das, was du beschrieben hast, das Giftige für die Gesellschaft, das heißt also, das Vergangene klar zu machen, und das hat es natürlich quasi aufgebrochen und zerstört. Und gerade da war es wichtig, sozusagen Öl ins Feuer zu gießen, also ein Feuer zu entzünden, um eine Entwicklung möglich zu machen. Und Josef Beuys ist ja der Mitbegründer der Grünen Bewegung, der politischen Partei in Deutschland auch. Das heißt also, er hatte schon früh erkannt, dass es um Nachhaltigkeit gehen muss. Und gerade zu den pandemischen Corona-Zeiten, jetzt ist es umso wichtiger, dass man sich daran erinnert, was Josef Beuys gemacht hat. Und ich habe im Bild auch, man kann die Nase sehen. Josef Beuys hatte auch eine gebrochene Nase von dem Flugzeugabsturz, den er damals überlebt hatte. Und er hat weibliche Züge. Das heißt also, ich habe versucht, verschiedene Blickwinkel in diesem Bild festzuhalten, durch die Farbe und auch wie ich es dann gemacht habe. Deine Erläuterung erschließt sich dann das Bild ganz, ganz neu für mich, und das ist wirklich sehr interessant. Ja, denken wir mal an die deutsche Sprache oder auch, was du gesagt hast über diese grünen Bewegung, die er mit begründet hat. Er hat ja da so ein paar inspirierende Verdrehungen kreiert. Zum Beispiel hatte er ja 1982 auf der Documenta 7 in Kassel hat er ein Kunstwerk geschaffen, er nannte das ein Landschaftskunstwerk. Er hat 7000 Eichen, 5000. Oder 5000 Eichen gepflanzt, und das Ganze nannte er Stadtverwaltung. Mhm. Ja, also der kleine Buchstabe T, der bringt uns da eine völlig andere Bedeutung hinein. Und das ist im Deutschen manchmal ganz wichtig, dass man quasi mit dem Wechsel eines Buchstabens eine andere Bedeutung erzielt. Und er hat das bewusst eingesetzt, um diesem Ganzen quasi eine Wendung zu geben in die Richtung, die er für die richtige hält. Und verwalten ist ja nicht kreieren. Das heißt also, das ist das Gegenteil von tun, sondern das ist etwas belassen. Und deswegen quasi auch etwas natürlich Wachsendes diesem Verwaltenden entgegenzusetzen, setzt einen Prozess in Gang. Und er hat damals also schon Bäume gepflanzt, und wir wissen heute, wie wichtig das ist, dass sowas gemacht wird. Und zwar für die, die nach uns kommen. Für ihn bestimmt dann nicht. Ja. Er war ja immer auf der Suche nach dem ganzen Menschen. Also der ganze Mensch in dem Sinne, dass er die Kultur und Natur zusammenbringen wollte und auch, dass die Mystik und Religion mit der Wissenschaft zusammenbringen wollte. Und denkst du denn auch unter dem Eindruck heute, dass wir ja auf 30 Jahre zurückblicken auf Beuys, dass ihm das irgendwie auch gelungen ist, dass er da Anstöße gebracht hat? Er hat absolut Anstöße gebracht, und ich würde ihn als Universalisten bezeichnen. Und der Universalist unterscheidet sich vom Spezialisten nämlich dadurch, dass er verschiedene Aspekte betrachtet und kombiniert und Zusammenhänge aufzeigt. Und wir leben heute mehr und mehr in einer Welt von Spezialisten. Und es mangelt an Universalisten, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Deswegen glaube ich, dass diese Anregung durch Josef Beuys auch heute eine ganz wichtige ist. Eine Inspirationsquelle für uns sein sollte. Ja, hoffentlich schauen wir noch auf weitere Universalisten, auch in unserer Serie. Wir haben ja noch ein paar Treffen vor uns und ein paar Interviews. Und ja, deine Denkmalserie deine Kunst löst auf jeden Fall ein Nachdenken aus. Und das ist schon ungeheuer wichtig, wo gerade heute sehr viel so an der Oberfläche auch gedacht und entschieden wird.
So, ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche und sage jetzt erstmal Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Joachim, vielen Dank für euch. Ja, und auch ich danke den beiden Herren, natürlich vor allem erstmal Ralf, dass er uns heute so detailliert Auskunft gegeben hat und uns Josef Beuys einfach ja, geöffnet hat und wir ihn besser verstehen können. Dir danke ich ganz herzlich, Joachim, für deine Fragen, die auch uns inspiriert haben über die Antworten, die Ralf dann gegeben hat. Und freue mich auch, euch mitteilen zu können, dass ich zu diesem Interview euch einen kleinen Vokabellistenbogen anfertigen werde, denn es war sehr kompakt, das Interview, mit sehr viel Information und so auch solch kleinen Spitzfindigkeiten wie Verwaltung und Verwaltung, Administration. Das werden wir noch auflösen. Ihr findet den Link auch dazu auf der Facebook-Seite und dann freue ich mich auch, euch jetzt schon sagen zu können, dass wir in 2 Wochen, das ist der 29. Mai, ein weiteres Interview mit den beiden haben werden. Und zwar zu Karl Marx. Er, ich, Ralf und Joachim, wir 4 freuen uns auf euch, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Denkmalserie mit Ralf Metzenmacher und Sprachinstitut Treffpunkt Online. Tschüss!